Die Lokomotiven der Baureihe V100 waren maßgeblich am Verschwinden der Dampflokomotiven auf Nebenbahnen und auf nicht elektrifizierten Hauptstrecken beteiligt. Das Einsatzgebiet der ab 1961 in Serie gefertigten Maschinen der Reihen V100.10 und V100.20 lag überwiegend im leichten Reise- und Güterzugdienst. Die leistungsstärkeren Varianten der Baureihe V100.20 verrichteten auch auf Hauptstrecken ihren Dienst. Mit der Reihe V100.23 konnten zudem Steilstrecken erklommen werden. 1994 übernahm die DB AG einen Teil der ab 1968 unter den Baureihennummern 211 und 212 geführten Maschinen. Die DB AG musterte die letzten Maschinen 2001 aus, doch auch heute sind die Lokomotiven noch bei vielen Privatbahnen im Einsatz und aufgrund der guten Rundumsicht aus dem Mittelführerstand oft bei Gleisbaufirmen anzutreffen. Form follows function. Diesen Grundsatz hatten Designer und Ingenieure bei der Entstehung der V100 in den späten 1950er Jahren verinnerlicht. Eine Modellumsetzung macht diese Prämisse jedoch umso anspruchsvoller. Den Pico-Konstrukteuren ist es gelungen, diese Hürde zu nehmen. Entstanden ist ein faszinierendes Modell, welches die Detailverliebtheit und die minutiöse Arbeit widerspiegelt. Ein besonderer Blickfang ist die Kühlanlage der Lok mit fein geätzten Gittern und dem darunter sichtbaren Lüfterrad. Die plastisch anmutenden Gravuren an Vorbauten und Führerstand gliedern den Fahrzeugaufbau zusätzlich. Abgerundet wird der Gesamteindruck durch die filigranen Drehgestelle mit zahlreichen angesetzten Teilen. Bei der Bedruckung wurde größter Wert auf die Vorbildtreue gelegt. So wurden auch Detailunterschiede in der Farbgebung der Bedruckung berücksichtigt. Zur Komplettierung der Pufferbohle für die Präsentationen der Vitrine liegen dem Modell Bremsleitungen, Heizkabel und Kuppelhaken bei. Bedächtig und kraftvoll setzt sich die Brot- und Butterlokomotive in Bewegung. Zwei Haftreifen sorgen für optimale Reibung auf dem Gleis und ermöglichen es, vorbildgerechte Zugbildungen auf der Anlage fahren zu lassen. Hierfür findet sich im Pico-Sortiment eine große Auswahl passender Güter- und Personenwagen der Epoche 4. Die Modelle der Baureihe 211 verfügen ab Werk über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel, wie alle Beleuchtungsfunktionen selbstverständlich ausgeführt in modernster, wartungsarmer LED-Technik. Die digitalen Versionen besitzen zudem schaltbare Beleuchtungen des Führerstands und der Instrumententafel. Die mit einem PSD-XP Sounddecoder ausgestatteten Modelle warten mit einer Vielzahl authentischer Soundfunktionen auf und tragen zudem das Siegel Pico Train Sound on Board. Dank PLUX 22 Schnittstelle lassen sich diese Funktionen auch bei analogen Modellen kinderleicht nachrüsten. Bitte Vorsicht auf Gleis 2. Es hat Einfahrt der Einzug aus Altdorf mit anschließender Weiterfahrt nach Thalheim. Ich hätte ganz gern mit meiner Lok übers LS10 nach Gleis 1 fahren und dann als 92527LZ Richtung Nürnberg. Das soll ich machen, ne? Wenn es weiß ist, dann mache ich auf, gell? Alles klar, passt. Und gut, ciao. Danke, ciao. Von der Epoche 3 bis zur Epoche 6 ist die V100 ein unverzichtbares Arbeitstier auf der Modellbahnanlage.